Wenn in einer Stadt täglich mehrere Kreuzfahrtschiffe anlegen, um Tausende von Touristen in die City zu spülen, also dann muss das schon so ein ziemlich besonderer Ort sein. Es geht um Dubrovnik, die beliebteste Urlaubsmetropole Kroatiens. Auch bei zahlreichen Promis steht Dubrovnik ganz weit oben auf der Hotspot-Liste. Und wir laden Sie heute zu einer ganz besonderen Stadttour ein. Hin zu den mondänen und auch so ein bisschen den ausgefallenen Ecken. Ganz im Süden Kroatiens liegt Dubrovnik. Die Altstadt gehört seit 1979 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Heute kommen in der Hochsaison bis zu 25.000 Besucher pro Tag. Indira Stanic ist Stadtführerin. Sie zeigt uns heute ihre Heimatstadt und weiß, warum seit kurzem immer mehr junge Touristen nach Dubrovnik kommen. Die Touristen, die herkommen, zuerst natürlich die Gäste, die wegen des Weltkulturerbes bei uns sind. Dubrovnik ist ja weltbekannt. Und als zweites haben wir jetzt die zweite Gruppe der Gäste, die nach Dubrovnik kommt. Jüngere Menschen, die die weltbekannte HBO-Serie Game of Thrones verfolgen. Game of Thrones ist eine amerikanische Fernsehserie. Sie gilt zurzeit als die erfolgreichste TV-Serie weltweit. Auch in Deutschland hat sie Millionen Fans. Die Serie spielt in einer Welt, die dem Mittelalter ähnelt. Dubrovnik bietet die perfekte Kulisse. Deshalb werden viele Szenen hier gedreht, was oft nicht einfach ist, weiß Indira. Sie haben es auf diese Weise gedreht, dass das Tor geschlossen worden ist, für 15 Minuten drehen und dann wieder 15 Minuten geöffnet. Es brachte uns ein kleines Chaos, aber auf der anderen Seite hat uns Game of Thrones vieles Positives doch gebracht. Die Geschichte von Dubrovnik geht zurück bis ins Römische Reich. Dass es hier noch heute wie im Mittelalter aussieht, ist der massiven Stadtmauer zu verdanken. Sie gilt als die größte erhaltene Befestigungsanlage der Welt. Über Jahrhunderte hat sich Dubrovnik durch seine Befestigung oder durch Tributzahlungen vor der Zerstörung bewahren können. Indira kennt die Geschichte ihrer Heimatstadt gut. Dubrovnik, sagt sie, bestehe nicht nur aus seiner berühmten Altstadt. Also es gibt zwei Gesichter von Dubrovnik. Die Altstadt haben wir hier, das wäre das Zentrum, das historische Zentrum von Dubrovnik. Aber wir haben ja die Umgebung. Insgesamt zählt das Dubrovnik nach etwa Bezirk 50.000 Menschen. Und es gibt große Unterschiede zwischen dem Leben innerhalb dieser Stadtmauer und außerhalb. Der Touristenboom hat auch seine negativen Seiten. Außerhalb der Altstadt kostet eine Mietwohnung ca. 200 bis 300 Euro. Innerhalb bezahlt man Mieten ab 1.000 Euro aufwärts. Nur wenige Einheimische können sich diese Preise leisten. Wie die meisten wohnt auch Indira außerhalb. Während der Hochsaison führt sie jeden Tag Touristen durch die Stadt und über die 2 Kilometer lange Mauer. Meine Arbeit ist eine Arbeit, die nur während der Saison ist. Also meistens sind wir alle während der Saison sehr aktiv. Aber später, wenn sie endet, Mitte des 11. Monats, dann hat man auch fast nichts zu tun. Es gibt immer die Gegenseiten. Entweder arbeitet man viel oder gar nicht. Und darum nehme ich zum Beispiel 10 Kilo ab im Sommer und im Winter nehme ich sie auch wieder zu. Als Kind hat Indira mit ihren Eltern 3 Jahre in der Nähe von Köln gelebt, lernte dort Deutsch. Deshalb führt sie heute auch überwiegend deutsche Touristen durch Dubrovnik. In der Hauptsaison legen täglich mehrere Kreuzfahrtschiffe an und bringen tausende Touristen in die Stadt. Dann herrscht hier Stau. Denn die meisten strömen nur über den Strand nun, die Hauptstraße der Altstadt. In den Seitengassen verirren sich die wenigsten. Schade, sagt Indira. Weil das hier, das wäre das wahre Herz der Altstadt. Hier kann man zum Beispiel immer auch die Wäsche am Trocknen sehen. Da kann man merken, dass es Leben gibt. Es gibt Einheimische, die hier leben und das wäre für mich die Seele der Altstadt. Doch die Immobilienpreise steigen hier immer weiter. Käufer sind meist Investoren aus dem Ausland, die aus Wohnungen Touristenunterkünfte machen. Indira möchte uns noch einen jüngeren Teil von Dubrovniks Geschichte zeigen. Erst 20 Jahre ist es her, da herrschte hier Bürgerkrieg. Einschusslöcher sind bis heute zu sehen. Sehr viele Häuser wurden direkt getroffen von einer Granate. Und man sieht hier eigentlich die Beziehung. Also das Gebirge von Srđ grenzt sehr nahe. Fast ist es an Bosnien. Man braucht nur die 10 Kilometer noch weiter hinter dem Gebirge. Und die damaligen Aggressoren, sie bewohnen ja das Gebiet von Bosnien an der Grenze, sodass sie fast auf diese Spitze kamen und heruntergeschossen haben. Als der Bürgerkrieg begann, hat Indira mit ihren Eltern in der Nähe von Dubrovnik gewohnt. Sie kamen als Flüchtlinge in die Stadt.
Wir mussten unser Haus verlassen. Wir haben die Zeit der Aggression damals in einem Hotel verbracht. Dort haben wir Schutz finden können. Damals war ich auch sehr jung, ein Kind, also 5 Jahre alt, sodass ich ja nicht ganz begriffen habe, was damals geschah. Mittlerweile hat sich Dubrovnik von Krieg und Zerstörung erholt. Die Stadt entwickelt sich zunehmend zum Treffpunkt des internationalen Jetsets an der Adriaküste. Also es gibt viele reiche Menschen, die Dubrovnik auch besuchen. Der Beweis dafür wären die großen Yachten, die bei uns hier zum Beispiel in Gruz anlegen. Sie gibt es sehr oft auch vor der Altstadt zu sehen. Natürlich hat man dort die schönere Kulisse.